Wenn ich in Word etwas zeichne, zum Beispiel eine Form hier, dann kann ich, wenn ich raufklicke, hier die Maße einstellen. Ich kann das auch zurechtziehen und kann aber auch eine andere Hilfseinstellung in Word vornehmen, die mir ein wenig beim Zeichnen hilft. Dazu gehe ich auf Layout, auf Ausrichten und dann Gitternetzlinien anzeigen. Da gehe ich auf Rechtsklick und füge das zum Schnellzugriff hinzu. Wenn ich das jetzt anklicke, dann erscheint hier ein Gitter. Dieses Gitter wird niemals mitgedruckt. Also kann ich getrost hier im Hintergrund auflassen. Und wenn ich jetzt etwas zeichne, dann sehe ich, dass sich meine Figur an diesen Punkten orientiert. Sie springt immer. Das kann ich aufheben, indem ich die Alt-Taste drücke. Wenn ich jetzt verschiebe, springt es. Und wenn ich jetzt Alt drücke, kann ich wieder genaue Einstellungen vornehmen. Jetzt kann ich dieses Gitter auch noch meinen Bedürfnissen anpassen. Da gehe ich dann auf Layout wieder und dann hier auf Rastereinstellungen. Füge ich auch hinzu. Und jetzt kann ich hier 0,25 einstellen. Das hat sich für mich als hilfreich erwiesen. Und hier möchte ich jede vierte nur anzeigen lassen. Das hilft mir ein bisschen beim Orientieren. Jede vierte bei 0,25 ist dann immer genau ein Zentimeter. Und ich zeige oder klicke das immer noch an, damit ich dann auch, wenn das nicht angezeigt wird, dann mich an diesen Rasterlinien orientieren kann. Diesen Haken nehme ich weg und setze das jetzt als Standard fest für jedes Dokument. Und wenn ich jetzt meine Gitternetzlinien anzeige, sehe ich hier immer genau ein Zentimeter. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen, dass das 3 mal 3 cm sind. Hier gibt es noch ein paar Abweichungen. Da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen was genau zurechtschieben. Und dann ist das ziemlich genau 3 cm. Und kann jetzt entweder wieder dann das Größte ziehen auf 4 cm oder genau arbeiten mit der Alt-Taste drücken und dann hier dementsprechend das Quadrat anpassen. Falls du Unterstützung beim Zeichnen in Word brauchst oder einen Vorschlag für ein neues Video hast oder einfach nur ein paar Dokumente austauschen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du bei meinem Discord-Channel vorbeischaust. Der Link hierfür befindet sich unten in der Videobeschreibung.